Im Technikmuseum in Sinsheim kann man sich die einzigen beiden Überschall-Passagier-Jets der Welt nebeneinander anschauen. Die Concorde und die russische Tupolev TU-144. Das Technikmuseum in Sinsheim ist aber grundsätzlich eine Reise wert. Den Museumsleiter, Diplom-Ingenieur Hermann Leier, konnte ich anlässlich der Olympia Revival Rally 2022 in Regensburg auf einem historischen Fahrzeug interviewen. Toller Wagen. Wie alt ist der? Der ist Baujahr 29, ist ein Mercedes, hat einen Sechszylinder, Kompressormotor und hat, wie viel PS das Original hat, weiß ich nicht, wenn er ein bisschen frisiert hat, ein bisschen mehr PS. So 250 wäre schon sein. Boah, für damals toll. Ach, die Probe haben schon immer gewusst, wenn es schnell gehen muss. Ja. Die verschiedensten Fahrzeuge werden sehr liebevoll präsentiert. So gibt es in Sinsheim viel Militär zu sehen, dazu viele Formel 1 Fahrzeuge und auch absolute Highlights wie den sechsrädrigen Tyrrell oder die Blue Flame. Mit ihr wurde am 23. Oktober 1970 auf dem Bonneville-Salzsee im US-Bundesstaat Utah der Geschwindigkeitsrekord mit 1.001,66 Stundenkilometer aufgestellt, der 13 Jahre hielt. In den Hallen sind auch die vier Concorde-Triebwerke Olympus 593 von Rolls-Royce senkrecht ausgestellt. Sie sind 4 Meter lang und knapp 3 Tonnen schwer und entwickeln einen Schub von 139,4 und mit Nachbrenner von 169,2 kN. Zum Vergleich, die Triebwerke, die auch im Airbus A380 verbaut wurden, haben je nach Version 310 bis 360 maximal 431 kN Schub. Also fast dreimal so viel. Auf dem Dach sind dann beide Flugzeuge ausgestellt. Man könnte fast meinen, sie fliegen noch. Ich würde jedem den Besuch empfehlen. Wenn man davor steht, dann ist man fast erschrocken, wie klein die Flügel der Concorde sind. Ja, man hat das schon oft auf Fotos und Videos gesehen. Aber wenn man dann direkt davor steht, die Unterschiede der beiden Flugzeuge erscheinen zunächst minimal. Das sind natürlich die kleinen Flügel Concards genannt, hinter dem Cockpit. Dadurch verringerte sich die Landegeschwindigkeit auf 315 bis 330 Stundenkilometer, war aber immer noch höher als die 300 Stundenkilometer bei der Concorde. Ja, die Form ist sehr ähnlich, aber das ist auch der Aerodynamik geschuldet. Auch Überschallkampfjets schauen alle irgendwie ähnlich aus. Stellt man das Profil übereinander, dann werden die Unterschiede dann doch deutlich sichtbar. Die Tupolev hat die Triebwerke innen direkt neben der Kabine, was auch für Probleme sorgte, da sich die Kabine dort stark aufheizte. Das Fahrwerk ist dann auch direkt an den Triebwerken angebracht und sind irgendwie zwischen den Triebwerken platziert. Man fragt sich fast, wo das Fahrwerk zwischen den Triebwerken verschwindet. Die Concorde hat die Triebwerke weiter außen. Damit ist das Fahrwerk neben den Triebwerken und ist damit deutlich höher. Die Concorde wirkt dadurch hochachsiger und damit majestätischer als die Tupolev.
Außerdem hat die Tupolev 8 Reifen pro Hauptfahrwerk. Die Concorde hat nur 4. Damit war die Tupolev auch für Landebahnen mit geringerer Tragfähigkeit geeignet. Bei der Tupolev entsteht dadurch eine Art runder Tunnel zwischen den Triebwerken, während bei der Concorde fast eine glatte Fläche entsteht. Das wird durch die eckigen Triebwerkskästen noch verstärkt. Zwar war die Spitzengeschwindigkeit der Tupolev mit 2500 Stundenkilometer deutlich höher als die der Concorde. Dafür konnte die Concorde die Dauergeschwindigkeit von 2179 Stundenkilometer oder eben Mach 2,02 auch ohne Nachbrenner halten. Die Triebwerke erreichten dies durch variablen Einlass und eine variable Halsdüse. Die Tupolev brauchte dazu die ganze Zeit den Nachbrenner und war damit in ihrer Reichweite arg eingeschränkt. Ein weiterer Unterschied ist die Kabine. Sie ist bei der Concorde mit 2,87 Meter Breite sehr eng. Die der Tupolev ist deutlich breiter. Auf dem rechten Panel des Maschinisten in der Concorde sollen sich 365 Schalter befinden, für jeden Tag einer. Am Schluss ging es in der Rutsche wieder nach unten.